Für die Fraktion Die Linke unser Kollege Rajiv Sharma. Bitte schön, Herr Kollege Sharma. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach unserer Verfassung haben die Kirchen das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu organisieren, selbst zu regeln. Und das betrifft auch das Kirchenarbeitsrecht, und das gilt beim Kirchenarbeitsrecht sowohl für das kollektive Arbeitsrecht als auch also für Fragen der, wie man seine Lohnforderung durchsetzen kann, und für Streikrecht, wie auch für das individuelle Arbeitsrecht der insgesamt 1,3 Millionen Beschäftigten. Das heißt, die Kirche definiert hier selbst, wie sie ihre die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäftigten definiert und wie denn auch in welchem Rahmen Gewerkschaften zugelassen werden, um mit an Seite der Beschäftigten Lohnforderungen durchzusetzen und mit welchen Formen das passiert. Das Ganze führt zu einer strukturellen Benachteiligung, und wir Linke empfinden das als ungerecht. Und nicht nur wir empfinden das als ungerecht, sondern auch viele Beschäftigte, die gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen wollen, indem sie Gerichte anrufen. Und die Muster, und der Kollege Weiß hat ja auch die jüngste Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts auch schon genannt, die Muster, bei denen wie die Gerichte entscheiden, sind eigentlich immer die gleichen. Im Einzelfall stellen Gerichte fest, gab es Ungerechtigkeiten, da wird dem Betroffenen Recht gegeben. Aber die Struktur des dritten Weges, nämlich das Recht der Kirchen, ihre Angelegenheit selbst zu regeln, wird im Prinzip von den Gerichten bestätigt. So, das ist für die Betroffenen schön im Einzelfall, aber das ist so, wie wenn man Unkraut beseitigen will und man schnibbelt ein bisschen an den missliebigen Trieben herum, lässt aber die Wurzel drin stecken, dann bleibt die Struktur immer noch problematisch. Also die Betroffenen, Sie können sich nachher gerne zu Wort melden. Sie kommen ja sogar noch zu Wort, Herr Ruppert. Ne? Also bitte. Die Beschäftigten suchen Hilfe bei Gericht, aber sie erhalten die Hilfe bei Gericht nicht. Und deswegen gilt das, was in einer alten Volksweisheit schon niedergeschrieben steht, und ich zitiere jetzt mit Genehmigung des Präsidenten: Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Selber tun. Dankeschön. Selber tun, wie es in dieser Volksweisheit heißt, das betrifft nicht nur die Beschäftigten selbst, die ja selber was tun können, mit Hilfe ihrer Gewerkschaften dafür kämpfen können, für bessere Lohnbedingungen, für bessere Arbeitsbedingungen. Das tun sie ja auch. Und ich kann eigentlich die Beschäftigten da nur ermutigen, auch mit den Gewerkschaften zusammen, nicht zu warten, bis ihnen Rechte, auch Streikrechte, zugeteilt werden, gnädig zugewiesen werden, sondern ihre Rechte beherzt und mutig in die Hand zu nehmen und sich die Rechte zu nehmen, die ihnen ohnehin schon zustehen. Selber tun, und das hat der Kollege Schreiner auch völlig zu Recht gesagt, selber tun betrifft aber auch uns hier im Parlament. Auch wir können selber was tun. Und die Linke hat dazu im April 2011 einen Antrag vorgelegt, der vorsieht, dass die Beschäftigten bei den Kirchen und kirchlichen Einrichtungen die gleichen Rechte bekommen wie andere Beschäftigte auch. Wir finden das auch nur völlig legitim. Und nun habe ich nicht erwartet, als wir diesen Antrag vorgelegt haben, dass es von dieser Seite des Hauses große Zustimmung geben wird. Das ist heute noch mal bestätigt worden. Sie wollen an dem festhalten, was es immer schon gab, weil es es immer schon gab. Da soll nichts dran geändert werden. Wir stellen fest, es gibt Ungerechtigkeiten. Das stellen die Beschäftigten auch weg. Und wir haben es im Ausschuss auch gehört. So, und wir gehen jetzt aber, deswegen spreche ich jetzt Sie nicht so sehr an, weil von Ihnen habe ich dann auch nichts anderes erwartet. Ich wende mich jetzt mal an die Kolleginnen und Kollegen von Grünen und SPD, die ja auch eine sehr kritische Haltung haben zum Kirchenarbeitsrecht und zum dritten Weg. Und Sie haben es auch, auch festgestellt, Sie haben gesagt, ist auch alles richtig, die Kritik teilen Sie ja mit uns, aber Sie teilen den Weg nicht und Sie teilen die Schärfe des Antrags nicht, und deswegen werden die Grünen sich kraftvoll enthalten. Die SPD, da freue ich mich natürlich über das Lob des Kollegen Schreiner, der sagt, wir haben das richtige Thema beleuchtet, aber im Ergebnis werden Sie unseren Antrag ablehnen. Das Lob ist schön, aber es hilft den Beschäftigten überhaupt nichts. Und wozu führt denn das jetzt? Es führt dazu, dass wir jetzt in den kommenden Wahlkämpfen sagen können, wir haben einen Antrag vorgelegt, der uns der die Rechte der Beschäftigten stärkt. Immerhin geht es um 1,3 Millionen Beschäftigten. Und die und die im Haus irgendwie haben alle gesagt, sie gehen nicht mit. Davon haben wir nichts. Deswegen werbe ich noch mal bei den Grünen und auch bei den Genossinnen und Genossen von der Sozialdemokratie darum, dann legen Sie bitte eigene Anträge vor. Wir können gemeinsam darüber reden, und lassen Sie uns im Interesse der Beschäftigten was erreichen. Und was könnten wir erreichen, wenn wir schreiten Seit an Seit? Bitte legt was vor. Wir sind dabei. Dankeschön.
Nächste Rednerin ist für